Hallo ihr Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute wieder mit einem Disney-Film inspirierten Rezept. Und diesmal geht es um den Big Donut aus dem Film Zootopia. Und wenn ihr wissen wollt, wie der geht, bleibt gerne dabei und bis später. Ich beginne als erstes mit dem Donutteig und dafür mache ich heute einen Riesendonut. Deswegen nehme ich zuerst einmal 260 ml lauwarme Milch. Dazu gebe ich einen Teelöffel Zucker und dann noch ein Päckchen Hefe. Und das rühre ich miteinander um und lasse das dann für 10 Minuten aufgehen. Dann gebe ich hier in meine Schüssel 550 Gramm Mehl, eine Prise Salz, ein Päckchen Vanillezucker, 35 Gramm Zucker minus einen Teelöffel von eben, dann noch 60 Gramm Butter, dann noch ein Ei plus ein Eigelb und noch die Hefe-Milch-Mischung und das lasse ich dann von meiner Maschine für ein paar Minuten verkneten. Dann müsste ich jetzt hier so einen schönen verkneteten Teig haben. Da gebe ich jetzt ein Tuch drauf und dann kommt es an einen warmen Ort für 2 Stunden, dass der nochmal schön aufgehen kann. So, jetzt habe ich hier meinen fertig aufgegangenen Teig. Da haue ich jetzt einmal mit der Faust rein, sodass die Luft entweichen kann. Und dann gebe ich den auf meine Arbeitsfläche und dann knete ich den nochmal mit meinen Händen gut durch. Jetzt muss ich den Teig natürlich nur noch formen. Dafür nehme ich den Teig und forme den zu einem runden Kreis. Passt natürlich auf, dass der nur so groß ist, dass er auch in eure Pfanne oder in euren Topf passt. Dann habe ich jetzt hier meinen fertig geformten Kreis. Versucht natürlich dafür den ganzen Teig zu nehmen, da ihr ja nur einen Donut machen wollt. Und dann braucht der Donut natürlich auch noch ein Loch, das stelle ich jetzt aus. Und dann gebe ich auch noch mal ein Tuch drauf, sodass das Ganze noch mal für eine halbe Stunde lang aufgehen kann. So, nachdem der Teig nochmal schön aufgegangen ist, kann ich den jetzt frittieren. Dafür nehme ich mir einen großen Topf oder eine große Pfanne und da gebe ich etwas Öl rein, lasse das heiß werden und dann kann ich den Teig auch schon reingeben. Passt natürlich auf, dass er wirklich groß genug ist, der Topf dafür, sonst passt er nämlich nicht rein. Und dann lasse ich den für ein paar Minuten von der einen Seite frittieren, bis der eine schöne goldbraune Farbe hat. Und dann drehe ich den einmal, passt natürlich beim Wenden auf. Da das so ein großer Donut ist, kann das natürlich schwieriger sein. Und ihr müsst natürlich aufpassen, dass der euch nicht bricht. Beim Frittieren müsst ihr auch noch darauf achten, dass ihr das Öl nicht zu heiß oder zu kalt werden lasst. Das ist ganz wichtig, sonst ist er nämlich von außen angebrannt und von innen noch ganz roh. Ich habe das immer so zwischen 180 und 190 Grad, also kontrolliert die Temperatur immer wieder mal. Ja, und sobald der Donut dann von beiden Seiten eine schöne goldbraune Farbe hat und fertig frittiert ist, kann ich den aus dem Öl raus, dem abtropfen lassen und dann etwas abkühlen lassen, bevor ich dann gleich noch die Glasur drauf gebe. Für die Glasur mache ich heute eine Schokoladenglasur. Dafür nehme ich ein Päckchen Zartbitterschokolade. Das hacke ich in feine Stücke und gebe das dann in so eine Schüssel. Und lasse die Schokolade dann über einem heißen Wasserbad schmelzen. Zur flüssigen Schokolade gebe ich dann noch 4 Esslöffel Butter. Das vermenge ich miteinander, bevor ich dann noch 4 Teelöffel Wasser hinzugebe und noch 4 Teelöffel Sirup. Das rühre ich alles gut miteinander um und dann habe ich auch schon meine fertige Glasur. So, dann habe ich jetzt hier meinen fertig frittierten Donut. Den habe ich natürlich noch abkühlen lassen, wie ich eben gesagt habe, sodass ich jetzt direkt die Glasur drauf geben kann. Die gebe ich natürlich überall gleichmäßig drauf, sodass sie auch schön runterfließen kann. Und dann lasse ich die noch für ein paar Minuten fest werden, sodass ich die noch dekorieren kann. Dekorieren tue ich den Donut natürlich noch mit ein paar bunten Streuseln. Die verteile ich überall gleichmäßig. Aber bevor ich den jetzt beschriften kann, lasse ich das Ganze noch mal für ein paar Minuten fest werden. Und dann nehme ich noch eine pinke Zuckergussglasur und damit schreibe ich natürlich noch The Big Donut oben drauf. Und dann sind wir auch schon fertig. Und hier ist jetzt der fertige Big Donut. Den müsst ihr auf jeden Fall bitte mit eurer Familie oder mit euren Freunden teilen, denn der ist so groß, den kann man, glaube ich, nicht alleine essen. Ich hoffe aber auf jeden Fall, dass das Video euch gefallen hat. Lasst mir doch gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal und macht auch die Glocke an und würde sagen, wie immer, gerne bis zum nächsten Mal.